Atreus. Komm, du sprichst es schon. Dann ist das Lesen nicht so schwer. Ich kann lesen, Junge. Nur nicht diese Sprache. Das lernst du schnell. Also, die Runen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und... Halt! Manch... Oh, war das zu schnell? Tut mir leid. Nein, nein. Riechst du etwas? Ich hab geduscht. Ja, tue ich. Riecht nach... Regen? Oh! Alles habt ihr ruiniert! Ich hab den Scheißhammer verdient! Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur hab, weil Mavli weg ist. Sie lachen mich aus! Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich lachen. Nein! Oh, bist du dumm? Hast du das von deinem Vater oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Sei still! Ja! Oh, das stimmt. Aber dich will ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst töte ich doch deinen Vater! Oh. Ups. Hab ihn kaputt gemacht. Bleib weg! Oh, wie Angst hat die feige Sau. Nein! Wir sehen uns wieder! Noch. Das soll ihm gut sein. Bruder, der Junge! Atreus. Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Nur sie kann helfen. Das Fieber von Atreus kommt von Kratos göttlicher Kraft halt. Ist ja sein Sohn. Also. Er hat dieselben Kräfte. Wahrscheinlich. Okay, Freya. Ich muss ja wahrscheinlich hier lang, weil drehen kann ich mich nicht. Haltet durch, mein Sohn! Die Wut hat seine göttliche Kraft entfacht. Das ist episch. Okay, die Kamera geht immer nur so weit, wie mein Auge reicht. Zu Freya ist es nicht weit. Ging es jetzt hinter dem Stein lang? Ich glaube schon, oder? Oh, das sieht aber blass aus. Ist der tot? Na gut. Sehr gut, sehr gut. Die Kamera hilft. Es wird düster. Auch guck mal, die ganze Umgebung, die ist... Ach übrigens, ja, herzlich willkommen zu zurück zu God of War nach 3 Wochen. Es war leider zu viel Neues los. Zu viele Spiele kommen jetzt raus und Sons of the Forest habe ich geholt. Da habe ich in die, Early Access reingeschaut und mich etwas verloren mit meinem ersten Spiel. Das ist unser schlauester Zug. Und wenn ihn jemand heilen kann, dann ist sie es. Was geschieht mit ihm? Ich habe bei Sterblichen gesehen, dass sich ein seelischer Konflikt in einer Krankheit des Körpers manifestiert. Nie bei einem Gott, aber... Ein Gott, der denkt, er sei sterben. Das muss wesentlich schlimmer sein. Ah, wir stimmt. Sind fast da. Schon krass, ne? Was bei Menschen alles passieren kann, durch Psyche. Dass Menschen von Krankheiten geheilt wurden, die kein Arzt früher jemals heilen konnte. Nur durch, ja, keine Ahnung, durch das Sehen eines heiligen Ortes, durch das Sehen besonderer Natur, die spirituelle Stärke hervorrufte. Sehr häufig passiert, laut alten Schriften früher. Oder sehen wir bei One Piece, Chopper. Ne?
der Doktor, der sein Mentor war, der durch das Sehen der Kirschblüten seine Krankheit überwindete. Überbindete? Jemand nee, das ist falsch. Das heißt, jemand ist auf der Brücke. Naja, zumindest sind wir zurück mit Ultra 72 FPS, wie gehabt. Damit wir nicht unter 60 droppen. Das ist für mich so der beste Weg, bei 144 Hertz Bildschirm auf 72 zu stellen. Dann droppe ich selten unter 60 und habe ein etwas flüssigeres Erlebnis in Story Games. Ah, Kratos war ungeduldig. Ah, jetzt muss ich auch noch den ganzen Weg so. Also, er schmeißt das Gegner wird schlimmer. Hin und her. Es ist ernst, wir müssen uns beeilen. Und wenn sein Sohn im Sterben liegt, so rum, läuft er, als hätte er sich den Knöchel verstaucht. Das ist storytechnisch nicht gut zu erklären. Freya! Öffne die Tür! Mach auf die Bude! Du musst uns helfen! Jetzt ist er nett. Jetzt. Bleib, hörst du mich? Es ist dringend! Ich bin eine Göttin, verschwinde! Der Junge ist sehr krank! Freya! Er ist krank. Komm rein. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Sein wahres Wesen, dein wahres Wesen kämpft in ihm. Weil er denkt, er ist sterblich, kommt seine Götterkraft nicht heraus. Und die staut sich an wahrscheinlich. Ich bin daran schuld. Jupp, Kratos. Hilfst du mir? Natürlich. Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim, der Wächter der Brücke der Verdammten. Oh, alleine. Ich brauche sein Herz. Hier. Das Reich der Toten, kennst du es? Nicht dieses. Es ist ein Land von grausamer Kälte. Kein Feuer brennt dort und keine Magie aller neuen Welten könnte eins entzünden. Und die Toten? Deine Frostaxt ist machtlos. Du musst was anderes finden. Bekomme ich jetzt eine neue Waffe? Ich bin gespannt, was es wird. Muss ich nach Hause? Oh, wie nach Hause? Zu etwas, das ich mit Schwur begraben hatte. Nee, sag nicht, ich... Wer du zuvor warst, ist egal. Der Junge lebt im Jetzt. Er ist dein Sohn. Und er braucht seinen Vater. Also eine Waffe von früher, die er abgelegt hat, sagt nicht, ich bekomme eine Chaosklinge. Öffnet die Brücke nach Helheim. Oh, das war episch. Wenn du dort bist, darfst du die Brücke der Verdammten auf keinen Fall überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Verstanden? Junge. Hey, beeil dich. Durch meinen Garten führt ein Pfad zu meinem Boot. Nimm es. Kehre heim, bleib stark. Tu alles, was nötig ist. Nur bring mir das Herz des Brückenwächters, um deinen Sohn zu retten. So, gehe ich jetzt zurück nach Griechenland aus dieser Welt? So, ich hoffe, Freya. Mimir. Beim letzten Gespräch war ich. Nein. Du hast recht, einem Gott zu misstrauen. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir, nicht deswegen. Ich gebe auf ihn Acht. Der Schwur einer Mutter. So, ich halte nicht an. Keine Nebenquest. Straight. Ausgerechnet Helheim. Forward. Geht's dir gut, Bruder? Ich brauche meine Map. Ach, da ist das Boot. Lass mich in Ruhe. Wie du wünschst. Oh, guck mal. Schön geschmückt. Wow. Okay, Tor ist sauer. Wieso? Das Boot fährt von alleine. Okay. Depri-Time. Ey, sag bloß, ich bekomme meine Chaos-Klinge. Das wäre so episch. Ich habe keine Ahnung, was in dem Game passiert. Ich habe mich nie spoilern lassen. Aber jetzt, oh, die Grafik, die Rüstung, wie gut die aussieht. Alles auf Ultra. Ist das nicht der Hirsch, den wir gekillt haben? Und den Atreus gekillt hat? Gibt bestimmt nicht nur einen.
Sieht schon nice aus mit der Grafik. Oh. Athena? Ah, geht zurück. Athena. Ah, ich bin so gut. Raus aus meinem Kopf. Du kannst deiner Vergangenheit nicht entfliehen, Kratos. Okay, jetzt kann ich die Kamera zumindest etwas steuern. Also es müssen mehrere von diesen... Ich weiß gar nicht, nennt man die männlichen Hirschböcke? Die weiblichen Damme? Nee, wo? Ich weiß es nicht mehr genau. Damme und Bock? Nee. Da glitzert was! Da ist Athena. Also, ich muss nach Helheim, das kennen wir ja mittlerweile, auch von Hellblade, wer es noch nicht gesehen hat. Zwar mit der alten Grafikkarte, aber immer noch auf 2K aufgenommen. Da gab es aber auch einige Probleme, bis ich, ja, mit der Grafik und der FPS. Aber Hellblade 2 wird auf jeden Fall gespielt mit der Grafikkarte. Und ich muss in meine Heimat, um mir eine neue Waffe zu holen, eine alte neue Waffe. Eine, die Feuer hat. Und das sind ja höchstwahrscheinlich die Chaosklingen. Halt dein Rand! So. Mit der Axt überhaupt nicht ran. So, wir sind wieder im Spiel. Ja, oder doch nicht. Ja, stimmt, ich bin ja in Helheim. Die sind ja alle Frost. Jetzt macht das alles Sinn. Ja, es ist das erste Mal wieder spielen seit 3 Wochen. Also, Entschuldigung, dass ich nicht auf der Höhe bin. Außerdem habe ich neue Moves gekauft, die wollte ich einsetzen mit schweren Axtangriffen. Oh, das hat er gemeint mit nach Hause. Okay, ich dachte, er geht zurück nach Griechenland. Okay, hier hinten dürfte nichts sein. Genau. Ich guck nur schnell. Mein Sohn liegt immer in dem Sterben. Da kam ich ja her. Blop. Ab ins Haus. Hat bestimmt niemand geputzt. Licht an. Ist wohl kaputt.
Also rein theoretisch sind wir gar nicht weit gekommen. Wenn wir so schnell zurück sind. Klinge. Oh ja. Ja, er hat damit sehr viel Leid angerichtet, ne? Als Kriegsgott in seinen Todeswahn hat er sehr viele Unschuldige gekillt. Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer, Ehemann, Vater. Doch einer unumstößlichen Wahrheit wirst du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster. Ich weiß. Akzeptiere, was du bist, aber Kratos. Ich bin nicht länger dein Monster. Hell yeah! Also gut, lass mal sehen, was diese Klingen drauf haben. Ah, Gottschild habe ich noch. Okay, ich dachte, ich kann gar nicht blocken. Ah, okay. Rechte Seite, Bruder! Aus Klingenpower! Pass auf! Oh, der hat aber noch... What? Wie kann er denn so weit kommen? Von links! Hinter dir! Na, du bist mal das! Du wagst es! Hinter dir, Bruder! Vorsicht, von hinten! Hinter dir, Vorsicht! Oh, ihr habt aber auch... Nur weil ich auf Herausforderung spiele, oder wie? Komm her. Okay, wir bringen den Kerl. Komm mal über hier. Oh, der letzte Vereinzelte. Und komm over hier. Oh ja, die Klingen werden dir in Helheim gute Dienste leisten. Also ich glaube, ich sehe dort hinten eine Tür zur Zwischenwelt. Okay, ich kann wechseln. In deinem eigenen Vorgang. Nice. Nimm die Abkürzung zum Weltenreisetempel und dann auf nach Helheim, ja? Ich schätze mal hier. Oder... Moment. Story da.
B. Oh, Leute, endlich! Wie viele Folgen haben wir gewartet, dass wir eine neue Waffe bekommen? Was in den alten God of War eigentlich immer Bestandteil als Hack and Slay und Character-RPG. Ich bin ziemlich sicher, dass du da hinten nicht mit mir gesprochen hast. Eine Kernessenz war. Gibt es etwas, das du dir gern von der Seele reden möchtest? Nein. Sei versichert, im Wahren von Geheimnissen bin ich unschlagbar. Ah, jetzt muss ich bestimmt die Klippe hier auch runterspringen. Naja, was ich. Weiß ja, wo du mich findest. Das habe ich schon mal probiert und ja. Dass du Grieche bist. Athene? Deutlicher geht's doch nicht. Ja, was denkt Kratos eigentlich? Dass alle Leute dumm sind, die das mitkriegen? Götter, die alles sehen? Na dann, Geronimo! Geronimo! Ach, ich soll in Brooks Laden. Ich dachte, ich muss hier runterspringen, weil ich da tot bin und dann nach Helheim komme. Was ja die Totenwelt ist. Der nordischen Mythologie. Was? Hey, du stinkst nach fremder Magie. Beim Schoß der Freya. Was ist das denn? Ein außergewöhnlicher Anblick. Ist das ein Familienerbstück? Nein. Wird es auch nie werden. Sohn, mein Bruder und ich schmiedeten Mjölnir für diesen Idioten. Ich erkenne Qualität. Und die zwei sind was Besonderes. Oh, shit, Leute, ich habe die Kamera nicht eingestellt. Die ist viel zu weit weg. Kleine? Ja, mach ich gleich. Es geht ihm schlecht. Nein. Warum denn? Die Asen? Nein. Ich bin schuld. Und ich muss es wieder in Ordnung bringen. Manchmal kommen wir nicht um die Verantwortung herum. Hä? Sag, wie kann ich ihm helfen? Ich kann viele Dinge. Willst du, dass ich mit dir gehe? Nein. Deine Arbeit hier ist genug. Na gut. Dann wählen wir... Ja, Mimir, du bist ja schon tot. Irgendwo. Auf in die Totenwelt. Ich halte dir den Rücken frei. Dankeschön. Lass mich diesen Moment nutzen, um dir zu sagen, dass das, was du vorhast, absolut irre ist. Nicht mal Odin kann diese Kälte überleben. Ich hoffe, die Klingen funktionieren. Wow. Helheim. Okay, Gesundheit ist voll. Die Brücke, die Freya erwähnte? Nein, wir sind noch auf der Weltenreisebrücke. Wir suchen die Brücke der Verdammten. Über sie gelangen die Toten in ihr endgültiges Zuhause. Helheim. Sie wollen überwacht zu gehen. Folge einfach dieser. Sie müsste uns direkt zu. Oh, okay. Ich hatte gehofft, diesen Ort nie wieder zu sehen. Hey, Seite! Vorsicht, hinter dir! Vorsicht, von hinten! Links von dir!
Komm mal vor hier! Hilf Dornen mit dem Feuer deiner Klingen und mach uns den Weg frei. Also haben die Chaosklingen an Reichweite eingebüßt, weil die so lange rumlagen. Ich habe das Gefühl, in den alten Teilen ging das relativ viel weiter. Spartaner Ansturm. Na Logo. Loppa. Okay. Einer der Gründe, weshalb wir die Klingen geholt haben. Oh, rot! Au! Du Lappen! Hinter dir! Oh, okay. Oh, ihr habt aber. Reichweite! Ich höre doch so einen Raben. Mein Gott, wie lang ist dieses Spiel denn noch? Und wenn das Tor geschlossen ist, ist Hel überfüllt. Ohne die Valkyrie, die sie sortiert und auswählt, ist Hel überfordert. Kommt rein! Heute freier Eintritt. Verschlossen. Was jetzt? Wahrscheinlich hier lang. Okay, merkwürdig. Warum ist hier eine Vertiefung? Schildgegner. Ich
Also die hätten Kratos mal mehr Finisher Moves verpassen können. Schon blocken und Konter. Wie man Angst hat davor, irgendwie den Block zu nutzen. Der fühlt sich manchmal nicht natürlich an. Als wir die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher? Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Die Zeit verstreicht nicht in allen Welten gleich, vor allem was die Welt der Geister betrifft. Wie das Licht von Alfheim. Ganz im Gegenteil, der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim. Aber Hel ist viel langsamer als Midgard. Tut mir leid, das muss verwirrend sein. Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind, ist das gut. Ah, du lernst wirklich schnell. Und nach unten, trari, trallora. Das werde ich zerstören müssen, damit das runterfällt, denke ich. Die Kiste. Speere, die ich nicht nutzen kann. Tschüss. Kamera. Krieger, die im ruhmreichen Kampf sterben. Hel ist für jene, die unehrenhaft sterben. Verbrecher.
Ja, und jene, die durch Krankheit sterben, Unglück, Alter. Es ist unehrenhaft, alt zu werden. Naja, es ist wohl nie zu spät, in den Kampf zu ziehen. Das ist ja doof. Warum er da nicht runterspringen kann, mein Gott. So, ist hier noch was versteckt? Ich habe einen Raben gehört. Da, guck mal. Komm zu Papa. What? Also, wie, seit wann sind die Klingen denn so kurz? Das ist doch frech. Ist doch wohl nicht wahr. Okay, ich muss am kürzesten Punkt. What? Okay, vielleicht bekomme ich eine Fähigkeitenverlängerung, aber hier, also dass sie weiterreicht, was ich mir vorstellen kann. Weil die Klingen haben was den. Die Toten Midgard verlassen, wenn wir den Brückenwächter töten? Das glaube ich nicht. Obwohl es die Sache wohl auch nicht schlimmer machen würde. Es ist ein Hindernis weniger für die Lebenden, um das Innere von Helheim zu erreichen. Aber wer wäre so verrückt, dorthin zu gehen? Muss ich jetzt Heimdall bekämpfen oder was? Oder ist das nicht der Brückenwächter von Helheim? Ist doch generell der Brückenwächter. Okay, euch brauche ich nicht. Ja, jetzt Blitz. Das wär's doch. Oder reicht auch Feuer? Wie, ich denke, ich kann... Moment, ich denke, ich kann so meine Waffen wechseln. Ah, nach links und rechts. Okay, hier brauche ich also Blitz. Habe ich aber noch nicht. Die Brücke der Verdammten. Und da der Wächter, der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind. Was hält er da? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie. Die Quelle von Helheim selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Wie? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder? Hey, du da! Ich hab gehört, deine Mama... Naja, genau, deine Mama... Ja, ja, genau, deine Mama. Sieht schon cool aus. Ich merk's selber. Ja.
Ja, sorry, das ist der Wächter des Totenreichs, dass ich da nicht gleich sofort... Du dich aus oder was? Natürlich. Die normale Kombo, die ist schon mächtig. Stell mich nicht schlecht an. Okay. Jetzt habe ich es vor zum Ende habe ich es rausgefunden. Dass ich in der Nähe von ihm die Sphären kaputt machen muss. Ich habe keine Heilung mehr. Okay. Du musst dich heilen. Ja, wie denn?
Natürlich, kurz vor Ende nochmal. Komm schon, mein Freund. Ja. Eieiei. Voll in die Augen. Jetzt das Herz, Bruder. Du musst dir die Hände schmutzig machen. Also die alte Magie ist auch immer merkwürdig, ne? Komische Zutaten. Wer hat das denn schon mal ausprobiert? Ja, da brauchst du ein Herz von dem Torwächter, den es nur einmal gibt. Ist doch in der Medizin, muss das doch jemand mal gedacht haben. Okay, wenn ich das und das kombiniere. Oder die haben einfach das Wissen als Götter. Rippenspalter! Ich hab das Herz. Brauche ich sonst nichts? Das war's. Lieber schnell weg hier, ja? Wer ist das denn eigentlich? Ist das Hel? Das ist Odin? Oder Thor? Zeus. Zeus? Zeus? Mein Vater. Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Wie kann er hier sein? Das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Hel foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn. Ja, aber zuerst looten, ne? So viel Zeit muss sein. Und in den Abgrund schauen. Wer bist du, Rabenfrau? Rabentod... Itachi Uchiha. Die Matrone der Raben. Ey, wer bei, ne? Ich sag's einfach mal so. Kleine Tipps. Was man gucken kann. Vox Machina auf Amazon Prime. Da kommt die Patrone, Matrone der Raben auch vor. Huh? Ich dürfte gar nicht hier sein. Ja. Ist das kalt. Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier. Jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Winde von Hel sind instabil und können nur 10 Sekunden lang gehalten werden, bevor sie zur letzten Windfalle zurückkehren. Ziel jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist die kleine Kugel, die in der Mitte der Tür hängt. Jetzt kannst du die Winde von Hel absorbieren und freisetzen, wann immer es dir gefällt. Supi. Gern geschehen, ich bin da mal weg. Tschüss. Hier ist es kalt genug, um einem die Nasenhaare gefrieren zu lassen. Ich dachte manchmal was anderes. Ich mich, ob es in seinem Hirn einmal eine Art Unfall gegeben hat. Ja. Wir warten jetzt zu lange fort. Und Heilung. So, Winde von Hel. Da unten kann ich dir doch aber nicht. Okay, jetzt habe ich die Winde von Hel. Die brauche ich wieder. Kann ich dich jetzt von dir nehmen? Ja.
kann ich weiterreichen. Sehr gut. Ja, ich liebe Enterhaken, mache alle Spiele so viel besser. Jetzt gucken wir natürlich, wenn wir können, dürfen, sollten. Da komme ich jetzt nicht mehr hin. Und da hoch, doch, da hoch komme ich. Okay, ich muss also nochmal definitiv nach Helheim. Ich muss aber auch mal probieren, ob die Winde von Hel diesen Kristallstein wirken. 10 Sekunden. Ein Versuch ist es wert. Ne. Ist halt keine Blitzmagie. Das heißt, ich muss ja mit Atreus definitiv nochmal her. Mhm. Mir reicht's. Okay, okay, okay. Tut mir leid, ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hel zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Gut. Okay, jetzt muss ich einen Schalter öffnen, oder was? Okay, das wird nicht funktionieren. Da brauche ich viel zu lange durch. Ah, da oben, ja. Toll. Man vergisst so häufig das vertikale Gameplay. Und tschüss. Klingenknauf. Ah ja, jetzt geht das wieder von vorne los mit den neuen Waffen. Zurück zu Atreus.
Und komm her! Und Kopf weg! Hinter dir, Bruder! Immer mehr Loot für Kratos. Okay. Hier irgendwo eine Quelle? Nee, oder? Ich meine, die fünf Fackeln sind kein Wind von hier. Ich könnte dich weiterreichen. Da ist noch was. Okay, okay, okay. Ja, Loot ohne Ende. Es kommen bestimmt bald auch Rätsel, wo ich die maximale Länge ausnutzen muss. Ja. So, hier ist nix, da ist nichts. So, jetzt gucke ich mal hier hoch, da war ich noch gar nicht. Dann an den Rücken der rechten Statue. Alright, machen wir. Kriegen wir hin. Heilung? Muss ich erst mal schauen, wo es weitergeht. Wir werden es schon finden. Oder auch nicht. Okay. Noch mehr. Oh, shit. Rechte Seite, Bruder! Linke Seite! Schneidet wie Butter. Okay, ich muss immer noch die da hoch, genau. Da, wo der Rabe saß. Meine Farben. Nein, 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 nein. Sei nicht dumm, sei nicht dumm.
Dann bestimmt hier runter irgendwo. Da war ich noch gar nicht. Oh, das ist aber weit. Wie schaffe ich das denn? Da muss doch zwischendurch noch irgendwo auf den anderen Weg erstmal Heilung finden. Guck mal, hier ist doch noch. Da ist doch noch. Das schaffe ich. Hoffe ich. Aber hier an dem Rücken oder so ist ja nichts. Oh, von hier kann ich das auch vielleicht. Muss die Reichweite halt nutzen. Die maximale Reichweite nutzt dich aus. So, wo ist denn der Gang? Da. Das wird eng. Wir haben uns setzen. Chaoszyklon. Oh ja. Ach nö. Zweimal dasselbe? Aber die will ich haben. Das ist oldschool, der muss sein. 13.000, da level ich den gleich auf. Boom. Komm over here! Komm over here, hab ich gesagt. Wer es nicht kennt, ne? Aber ich denke mal, die meisten kennen es von Mortal Kombat. Ich denke mal, hier oben wird nichts mehr sein. Nope. Du hast es geschafft. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Ja. Endlich verstehe ich. Verflucht, ich baumle an der Hüfte vom Geist Spartas. Nenn mich nicht so. Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hatte es das Panther verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst ihnen nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann. Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Oh, Kratos, wie kann man noch so dusselig sein? Ich meine, du hast viel durchgemacht, aber... Hey, erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich habe sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hill dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen. Wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Läuft vielleicht nicht ganz rund, aber es wird schon klappen. Jetzt geh einfach. Na, ja. Das Herz. Du hast es. Ja. Handrücken. Er ist immer noch krank.
Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung... muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum. Freya, das vergesse ich dir nicht.